hier ist wieder Nuala Huta. Es ist hier gerade laut, aber ich versuche hier trotzdem mal das Video zu machen. Nachdem ich vorhin schon erfolglos versucht habe, eins zu machen und dann der Speicherplatz alle war und auch Menschen mich unterbrochen haben. Naja, neuer Versuch. Es geht heute um Gruppenstundenplanung von der Struktur her. Das heißt, wie sollte eine Gruppenstunde sinnvollerweise aufgebaut sein? Und da habe ich eine kleine Übersicht geschrieben, die ist auch simpel gehalten. Das heißt, einfach nur eine grobe Orientierung, weil das meiner Meinung nach auch mit am wichtigsten ist, dass du das dann individuell anpasst. Also, dass du so einen Leitfaden für dich im Kopf hast und dann für dein Vorhaben das passend ableitest. Das bedeutet, wenn du weißt, dass du mit Kindern und Jugendlichen Gruppenstunden machen möchtest, dann sieht es anders aus, als wenn du das mit Erwachsenen machst. Zumindest, was so zum Beispiel da den Bewegungsanteil angeht. Also bei einer Gruppenstunde mit Kindern und Jugendlichen planst du halt viel mehr Bewegungsanteile mit ein, vor allem mit Kindern. Und bei Erwachsenen verlagert sich das Ganze dann. Und das äußert sich dann wiederum in der Struktur, also auch im Ablauf, weil du beispielsweise nicht so sehr darauf achten musst, dass genug Zeit für ein bestimmtes Spiel eben dabei sein muss. Ja. Warum ist es wichtig, eine bestimmte Ablaufstruktur zu haben? Es ist für dich zum Planen wichtig. Es ist auch wichtig für die Menschen zur Orientierung, die teilnehmen, also dass die wissen, was sie erwartet. Und es macht für dich das Planen insofern einfacher, weil du sozusagen ein etabliertes Schema hast und das immer wieder mit Inhalten füllen kannst. Das heißt, du musst dir nicht immer wieder neue Gedanken machen, wie muss ich denn jetzt diese Gruppenstunde überhaupt aufbauen, sondern der Grundaufbau ist für dich so im Hinterkopf, der läuft dann mal mit und dann gießt du deine Inhalte ein, je nachdem, was gerade gewünscht ist. Und wenn du halt weißt, okay, wir machen heute ja eine besondere Aktion, die ist anders als das, was wir sonst so machen. Zum Beispiel machen wir heute eine Tagesaktion und die findet an einem ganz anderen Ort statt, dann passt dieses Schema natürlich nicht mehr. Aber dann kannst du trotzdem auf bestimmte Bestandteile zurückgreifen und weißt, für die sonstigen regulären Gruppenstunden hast du dieses Schema und kannst gucken, passt das für die Inhalte. Ja, also manchmal bestimmen die Inhalte eben auch sehr deutlich mit. Zum Beispiel kann es eben sein, dass der Hauptteil, dazu komme ich dann noch, dass der dann gar nicht so ganz lang ist vielleicht oder keinen Höhepunkt hat oder sowas, sondern dass viele verschiedene Sachen dran sind, also verschiedene inhaltliche Sachen, sodass das dann ein bisschen anders ist. Ich versuche das jetzt mal zu zeigen, also ich versuche es mal so zu filmen, dass es auch lesbar ist und sag dazu gleich noch was. So, wir gucken mal. So. Genau. Begrüßung, erste Infos. Einstieg mit Spiel bzw. Einleitung ins Thema. Hauptteil. Abschluss des Hauptteils, gegebenenfalls noch ein letztes Spiel oder ein Input. Und dann der Abschluss, also das Ende. Und da kann es gegebenenfalls noch Infos fürs nächste Mal geben. So. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt lesbar war. Ich, wie gesagt, ohne meine feste Kamera ist das immer ein bisschen doof. Vielleicht kann ich das dann noch irgendwie anders machen, aber ja, so vielleicht. Ja, ich sag jetzt einfach was dazu, das ist leichter. Also der Einstieg ist relativ wichtig, dass der konkret erfolgt, also dass die Kinder, die Jugendlichen, überhaupt die Menschen, die teilnehmen, dass sie sich konkret angesprochen und gesehen fühlen. Ja? Also nichts ist schlimmer als irgend sowas ganz Diffuses. Manche sind 10 Meter entfernt, die anderen kriegen überhaupt nicht mit, dass jetzt alles gleich losgeht. Es ist eine Lautstärke da, es ist kein Wir-Gefühl. Und das könnt ihr verhindern, indem ihr
euch ein schönes Anfangsritual überlegt, zum Beispiel, dass sich alle im Kreis aufstellen und sich dadurch angucken können. Kann auch sein, dass zusammen ein Lied gesungen wird oder ein bestimmter Bewegungsablauf, vielleicht auch irgendwelche Laute oder so ein gemeinsamer Slogan oder dergleichen. Es reicht aber auch schon, wenn ihr einfach nah zusammensteht, sodass sich alle eben nah sind. Also es muss ja nicht auf Tuchfühlung sein, aber eben so, dass erkennbar wird, wir sind eine Gruppe und wir machen jetzt was zusammen und es geht jetzt los und dass dann auch verstanden wird, okay, jetzt müssen wir zuhören, weil es ja, gibt jetzt eben von der Gruppenleitung den Anfang. Ja. Und da kann auch schon ein Ausblick auf die Gruppenstunde gegeben werden. Das heißt, da kann kurz schon mal ein bisschen verraten werden, um was es geht, aber natürlich ohne die Spannung zu nehmen. Und dann kann da schon so eine Vorfreude entstehen. Und dann ist es gut, wenn ein geschickter Übergang erfolgt, dass ein Spiel oder irgendwas, was so auf den Hauptteil hinleitet, erfolgt. Also beispielsweise, es wird irgendwas gezeigt, was zum Thema passt, oder ein Spiel, das schon irgendwie Figuren enthält, die dazu passen, oder ja, hier kann auch noch ein Singspiel gemacht werden, also irgendwas mit Musik, Bewegung, Theater, dergleichen, was eben auch dem Aufwärmen dient und dass alle darauf eingestimmt werden, hey, wir machen jetzt ja hier schon gut was gemeinsam und jetzt kommt gleich noch was und es hat schon irgendwas damit zu tun, aber ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was es ist. Also so baut sich schon ein bisschen Spannung auf. Und dann ist es eben wichtig, dass der Hauptteil eben auch der Hauptteil ist. Das heißt, dass da die meiste Zeit eben mit eingeplant wird. Und schön ist es auch, wenn der so eine Art Höhepunkt hat, zum Beispiel, dass dann am Ende eine kleine Theateraufführung ist, wenn zum Beispiel das Thema Wir spielen gemeinsam Theater ist und dann zum Beispiel die Eltern ein kleines Theaterstück serviert bekommen oder irgendwelche Witze werden zusammengetragen und dann gibt es eine Witzerunde und alle erzählen sich ihre lustigsten Witze oder sowas oder müssen versuchen, die Witze nachzuspielen oder sowas. Also Höhepunkte können ganz unterschiedlich aussehen. Höhepunkt kann auch sein, wir kochen zusammen und dann essen wir gemeinsam. Und dieses gemeinsame Essen, das ist ja auch so was Belohnendes, ne? Das kann auch ein Höhepunkt sein. Ja, und dann wird er eben langsam ausgeschlichen, der Höhepunkt. Das heißt zum Beispiel gemeinsames Aufräumen, ne? Dass man die Arbeitstische wieder reinigt, dass sich alle die Kostüme wieder ausziehen, ne? Vielleicht noch einmal einfach drüber reden, was haben wir jetzt gemacht, so eine Art Zusammenfassung auch. Genau, und bei Kindern ist es dann noch mal ganz gut, so ein abschließendes Spiel zu machen. Muss auch kein Tobelspiel mehr sein, sondern kann einfach überhaupt irgendein Spiel sein. Passend zum Thema ist schön, aber es ist manchmal auch einfach total egal. Hauptsache die Kinder haben ein Spiel. Beziehungsweise wenn sie sich eins gewünscht haben, dann einfach darauf eingehen. Und dann kommt das Ende. Da kann man auch noch mal kurz zusammenfassen, was heute war. Und auch so vielleicht so eine kleine Reflexion. Gerade mit Jugendlichen und Erwachsenen ist das schön, dass alle vielleicht nochmal zu Wort kommen können, wie es ihnen gefallen hat, welche Eindrücke entstanden sind, was sich vielleicht fürs nächste Mal gewünscht wird, also was vielleicht auch anders laufen sollte. Und Infos fürs nächste Mal können ausgeteilt werden, zum Beispiel, wenn es einen Infozettel gibt, dann ist das ein guter Moment. Und Hinweise vielleicht auch für die nächste Gruppenstunde, also zum Beispiel, bitte achtet mehr auf Pünktlichkeit, damit wir dann auch alles gut schaffen oder sowas. Ja, und dann kommt eben die Verabschiedung, alle gehen nach Hause oder woanders hin, wie auch immer. Genau, also das ist so diese Grobstruktur und ich werde sicherlich auch nochmal eine Tabelle zeigen mit so einer ganz genauen zeitlichen Einschätzung, also wie viele Minuten können beispielsweise für ein Spiel verwendet werden im Vergleich zum Rest. Und ja, mir war jetzt erstmal nur wichtig, überhaupt mal so ein Gefühl für so ein Grundschema zu erzeugen, ja? Weil ich glaube, Leute, die halt noch nie eine Gruppe geleitet haben, die können sich das vielleicht schon irgendwie theoretisch vorstellen, aber das mal wirklich so mit zu durchdenken, ist dann halt nochmal was anderes und kann es eben erleichtern. Genau.
Ja, zum zeitlichen Aspekt, also zur zeitlichen Ausdehnung einer Gruppenstunde eines Treffens, mache ich ein extra Video, weil ich das hier nicht noch mit reinpacken will. Das finde ich ist ein extra Thema. Genau, dann ich filme es jetzt sicherheitshalber nochmal. Ich habe keine Ahnung, ob es zu sehen war. Moment. Okay, wenn es nicht zu sehen ist, dann tut es mir furchtbar leid, dann schreibe ich es einfach in die Videobeschreibung. Genau, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.